liebe Butzbacher und alle, die gemeinsam heute mit uns ihr Türchen öffnen. Es ist eine sehr schwierige Zeit für uns alle und wir wissen auch noch nicht, was das neue Jahr uns bringen wird. Umso mehr braucht es die gegenseitige Unterstützung und gerade an Weihnachten ein bisschen Herzenswärme. Gemeinsam mit der Initiative Wir machen für ein Kinderlachen unterstützen wir im Team Sozial des Deutschen Roten Kreuz in Münzenberg regionale Kinderhilfsprojekte und mit unserer Hausaufgabenbetreuung unterstützen wir benachteiligte Kinder. 19 Betreuer kümmern sich tagtäglich um diese Kinder und zaubern ihnen tatsächlich ein Lächeln ins Gesicht. Unter diesen Kindern sind auch viele mit Fluchthintergrund. Und deshalb erzählen wir euch heute eine syrische Weihnachtsgeschichte. Und anschließend könnt ihr mit uns gemeinsam mitsingen, denn dieses Lied gibt es auf Arabisch, aber auch in allen anderen Sprachen. Hallo zusammen. Danke, Hillary, für die tolle Einleitung. Wir sind Lea und Lukas von dem Kernteam der Initiative Wir machen. Wir setzen uns seit fast 15 Jahren für Kinderhilfsprojekte aus der Region ein und haben dabei viele Kids aus Krisengebieten wie Syrien und Afghanistan kennengelernt. Und viele von denen hatten eine ziemlich traurige Geschichte. Gemeinsam haben wir einige Sachen unternommen, wie zum Beispiel einen Musikworkshop, wo am Ende die Jungs und Mädchen einen Auftritt auf großer Bühne hatten. Bei solchen Projekten haben wir auch Edmund und seine Familie kennengelernt. Dazu zählen seine Frau Aida, seine Tochter Ludi, sie ist 10 Jahre alt, und sein Sohn René, er ist 7 Jahre alt. Und die Familie hat sich dazu bereit erklärt, etwas für uns auf Arabisch zu singen und was zu erzählen. Das finden wir total schön und das passt auch super zu unserem heutigen Türchen. Und vielleicht fällt euch ja auch auf, dass die Weihnachten gar nicht so anders feiern wie wir. Tschüss! Ciao! دائما في عيد الميلاد يحكوا قصة كثير حلوة تفشي القصة كان في بابا هذا البابا كان عنده بنت بس ما كان عنده مصاري قال معلش في الباينر تبع اشتري شجرة ونزينها قام عطى لبنته هيك شرطان ذهب قال لها بابا هدول خبية عشان نعلقن على الشجرة وتكون حلوة قامت البنت المسكين تفشلت ضيعت الشرايط وخافت قالت أحسن شيء إيش تعمل لباباها؟ قال بدي أعمل له هدية قامت جابت هيك صندوق حطت جواته شيء وجت تاني يوم عند البابا تبعها طفيش قالت له لي قالت له هاي الهدية فتح الهدية البابا طفشت جواته ريني ولا شيء قام انزعج قال له ليش ما في هدية؟ قالت له بابا لأنه أنا حطيت جوات الصندوق تفش حطت فيني بوسات وحطيت الحب تبعه يعني الكس والليمة في الكيس تبع في الصندوق قام قال هاي أحلى هدية إجت لي في عيد الميلاد قام هو انبسط كتير وتفش صار يغني هو والبنت تبعه صار يغني ليلة عيد ليلة عيد ليلة ليلة عيد زينونا صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولها ثياب جداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب لهدي خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد صوارة بإيد والإيد تعلق